Ein Männerwochenende ohne Tempolimit. Auf dem Highspeed-Kurs von Nardo treffen sich die Adrenalin-Jünger. Für die Autos ist das schon Höchstleistung hier. Auf dem Prototipo-Testgelände im süditalienischen Nardo fährt ein 9FF Porsche mit 800 Pferdestärken beim obligatorischen Fahrzeugcheck vor. Ja, wie gesagt, bei so einem Auto, klar, Fahrwerk ist ja eine Sache und natürlich bei 350 und drüber, alles was irgendwie Teile sind, die sich bewegen können, die werden natürlich wahnsinnig Kräften ausgesetzt durch den Wind. Das sollte natürlich dann auch da bleiben, wo es jetzt ist, am Fahrzeug und nicht zu irgendwelchen Herumfliegen geschossen werden. Ich habe mich vor 8 Jahren in den 3200 GT verliebt und habe das Auto erst hergegeben gegen einen neueren, als ich mir sicher war, dass ich die alten Heckleuchten wieder bekomme. Und die habe ich. Für Stefan Hörmann ist es der erste Kontakt mit dem Mythos Nardo. Er ist dieses Jahr auf eigener Achse aus Franken angereist. Das erste Mal ist das natürlich alles sehr aufregend. Die kennen die Örtlichkeit nicht, haben noch nie so einen Ring gesehen, kann sich das eigentlich schlecht vorstellen. Dann erwartet einen die Industrie und das möchte man gerne mal sehen, das ist ja alles geheim. Ja? Und das macht schon Spaß, das zu sehen, dann ist man, sag ich mal, von daher noch aufgeregter. Und wenn man dann schon weiß, was auf einen zukommt, dann kann man sich auf andere Dinge konzentrieren und ist dann schon innerlich ein bisschen ruhiger. Obwohl diese Schmetterlinge hat man sicher, wenn man das Gefühl kennt, hat man das. Ne? 12,5 Kilometer leichte Steilkurve im Kreis, das ist Nardo. Bei Tempo 300 vergehen genau 2,5 Minuten, bis man wieder vorbeiprescht. Auf diesen Kandidaten sind alle gespannt. Kann er das einfahren, was die Leistungsdaten seines Boliden versprechen? 800 PS sind theoretisch gut für Tempo 380. Das ist immer toll, man kann natürlich hier auch probieren, man kann hier sich konzentrieren, auch mal auf im Grunde die ganze Telemetrie des Autos gucken, bei 270 und 280 hat kein Verkehr und das ist eigentlich der ganz große Unterschied, auch wenn man sonst so schnell fährt, dass man eben hier einfach auch gucken kann. Und wenn man sonst auf einer Autobahn 280 fährt, dann kann man sich nicht Sorgen drüber machen, was macht das Öl, was macht das Wasser und hier guckt man das genau an, hier guckt man den Reifenluftdruck zwischendurch an, nimmt nochmal Anlauf auf 330 und das ist schon die Besonderheit hier. Deshalb es lohnt sich auch, wenn man im norddeutschen Flachland wohnt. Markus Trautmann kommt mit seinem getunten GT2 an die Box. Ganz so entspannt wie Martin Stövesand in seiner S-Klasse erlebt er Nardo nicht. Und wie war es denn? Nee, war nicht so toll. Also ich bin mit dem Fahrwerksverhalten, mit den Reifen nicht so ganz zufrieden. Da muss ich mich sehr dran gewöhnen. Jetzt etwas schneller als vorhin, aber bei Weitem nicht Vollgas. Und würde gleich gerne nochmal mit weniger Luftdruck versuchen. Also da ist noch ein bisschen drin. Da muss ich noch ein bisschen üben. Wie schnell war es denn? Am Tacho weiß ich irgendwas knapp 3,50. Aber da müsste eigentlich mehr gehen. Die Komfortfraktion nimmt die Herausforderung etwas gelassener und gönnt sich erst einmal eine gemütliche Pause. Ja, wir wollten ja eigentlich gerne noch weiterfahren. Aber jetzt bei dem Wetter warten wir erstmal eine Runde und solange kann man dann Formel 1 gucken und lassen andere Leute fahren. Da müssen wir selber nicht ran. Nardo-Novize Stefan Hörmann holt nochmal alles aus seinem Maserati heraus. Zufriedene Rückkehr zum Service-Stützpunkt. Perfekt. Schneller als beim letzten Mal. Ja, 290. Werksangabe, oder? Ja, Werksangabe 290. Okay, super. Jetzt geht es auf den sogenannten Handling-Kurs, eine Teststrecke mit Kurven und Hügeln, eine Art Nordschleife im Kleinformat. In der Tat, das ist spannend, da ist auch eine spannende Strecke, ist wirklich schwierig, ist relativ lang und hat unübersichtliche Kurven. Das fährt sich nicht leicht. Also, und wenn ich mir die ganzen reinen Rennwagen hier angucke, ich glaube, meine S-Klasse wird sich da schwer tun. Also ich freue mich jedes Jahr wieder, wenn ich teilnehmen darf. Das macht einfach Spaß, wenn man Gleichgesinnte trifft und so ein Wochenende, so ein Männerwochenende verbringen kann. Ein Männerwochenende, das in schöner Erinnerung bleiben wird. Zeit für ein Gruppenbild. Fotograf Achim Hartmann wählt die Vogelperspektive. Nardo war auch in diesem Jahr wieder eine Reise wert.